Machen wir uns nichts vor. Ihr wisst, ich liebe dieses Spiel, aber es gibt einfach ein paar Sachen, die mich in Assassin's Creed Odyssey wirklich nerven. Und die zeige ich euch heute mal. Das sind Sachen, die mir echt auf den Keks gehen. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. An erster Stelle lade ich euch natürlich nochmal dazu ein, meinen Merch-Shop auszuchecken. Da gibt es den Spartan Warrior Merch, kommt super gut bei euch an, was mich mega freut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut. Damit sieht jeder aus wie ein spartanischer Krieger. Mich jetzt mal ausgenommen. Ich sehe damit halt aus wie immer. Außerdem freue ich mich, wenn ihr nochmal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut, wenn ihr mit mir gemeinsam Livestreams erleben wollt. Das ist immer ziemlich lustig und auf Twitch ist die Chance, gesehen zu werden, gelesen zu werden, auf jeden Fall höher. Das ist eine super gemütliche Community da drüben. Und ich habe auch vor, Twitch-exklusive Livestreams jetzt demnächst öfter zu machen. Einfach um den YouTube-Kanal nicht zu überladen, um auf Twitch dann auch nochmal aktiver zu sein, ist das, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit. Also kommt vorbei, wenn ihr nichts verfassen wollt. Im Übrigen ist das Ganze hier jetzt kein Bashing von Odyssey, sondern einfach so ein Feststellen davon, von den Dingen, die mich eben nerven. Es gibt ein paar Sachen, die gehen mir seit Anfang an auf den Keks und ein paar Sachen, naja, da habe ich eigentlich erst neulich gemerkt, dass sie mich stören. Okay, lass uns hier mal anfangen am Tempel des Apollo. Lass uns sagen, wir töten diesen Soldaten hier. Ja? Die Zivilisten gehen völlig aggro, haben Angst, aber jetzt folgendes. Ich kill ein paar Zivilisten, mach hier wirklich Bambule, die Leute kriegen das mit und dann schauen wir, was mal passiert. Und jetzt passiert es. Da kommt Helga mit ihrem Besen. Wer denkt sich denn sowas aus? Eine Zivilistin, die gesehen hat, wie ich eben ganz viele Leute abgemetzelt habe, kommt auf die Idee, sie könnte mich mit einem Besen besiegen. Ja gut, der Schaden von ihr, der ist nun mal recht ansehnlich, muss man sagen. Und wenn mich dieser Söldner hier trifft, dann bin ich gleich ziemlich tot. Wer überlegt sich denn, dass die Zivilisten so aggro gehen? Es ist zwar vielleicht relativ wahrscheinlich, dass viele Zivilisten sich das eventuell trauen, aber Einzelne, die dann auf einmal auf einen Söldner losgehen, der eben noch echte Soldaten besiegt hat, das nervt auf jeden Fall mal. Das ist schon nicht mehr auf dem Level Idioti, das ist schon wirklich das High-Precision-Gerät. Kann mir niemand erzählen, dass ein normaler Zivilist sowas jemals tun würde? Naja, wie auch immer, entledigen wir uns mal kurz dieses Söldners hier, der geht mir schon den ganzen Tag auf den Keks. So, 10 Minuten später und der Typ ist endlich tot. Der hat echt was ausgehalten, aber in jedem Fall sind die Zivilisten einfach mal super nervig und kein Zivilist würde sich so verhalten. Naja, vielleicht ein paar Wahnsinnige. Eine andere Sache, die mich halt übertrieben nervt, ist, warum gibt es andere Reittiere als Wolle? Apropos Wolle. Für die zweite Sache bin ich hier mal in Athen unterwegs. Und ja, ich muss sagen, es sieht hier schon schön belebt aus. Hier sind viele Leute unterwegs, hier sind Gebäude, Baustellen, all das ist da. Es spielen hier einige Tiere und es gibt sogar eine Statue für einen alten Holzmichel. Aber wisst ihr, was ich bei all dieser Pracht und Umgebungsdichte echt vermisse? Eine Bedeutung des Ganzen. Es wirkt doch teilweise wie eine Kulisse und das stört mich wirklich. Ich will mit der gesamten Spielwelt interagieren können, nicht nur mit ein paar Söldnern, ein paar Zivilisten, die mich angreifen und den Quest eben, sondern ich möchte auch irgendwie mit der Spielwelt interagieren. Ich weiß, das ist so gut wie unmöglich zu programmieren, aber es ist trotzdem eine Sache, die mich schon ein bisschen stört. Es gibt hier so viele Sachen zu entdecken, so viele Details, denn schaut man sich mal hier um, wie liebevoll und detailliert das hier designt wurde. Alleine dieser Stand hier, wo die Knoblauchknollen, wo die Zwiebeln runterhängen im Bunde, das ist übrigens sehr viel besser, die so aufzubewahren. Auch als Tipp für euch zu Hause, wenn ihr regelmäßig verschimmelte Zwiebeln habt, seht ihr nochmal mein Kanal Fragi kocht, der wird natürlich auch demnächst kommen. Ganz klar. All diese Liebe, die weiß ich nicht, ob die überhaupt sinnvoll da reingesteckt wurde, weil man hier doch einfach nur vorbeigeht. Einige wenige von euch werden sagen, ich gucke mir alles an. Da frage ich mich aber, warum? Denn irgendwie hat diese Welt an vielen Stellen kaum Bedeutung. Das ist eine Sache, die mich massiv stört, weil sie eben so detailliert und liebevoll designt ist, aber irgendwie kaum Interaktion möglich ist. Vielleicht wird es sowas in 10 Jahren geben. Momentan ist, glaube ich, auch einfach auf technischer Seite das bei einem Spiel von diesem Umfang, dieser Größe einfach nicht möglich. Genau. Aber wo nicht möglich. Es ist ja gar nicht möglich, dass wir diese Quest hier noch nicht angenommen haben. Und eine Sache, die mich natürlich auch übelst stört, ist, warum gibt es andere Pferde als Wolle? Und bevor wir zum nächsten Punkt kommen, guckt euch das nochmal an. Das hier ist eine Insel, da bist du so gut wie nie unterwegs. Und wie genial ist das denn? Mit den Strohhütten, total liebevoll eingerichtet, hier karge Felsen, an den Stellen dann wieder Apfelbäume liebevoll platziert. Es ist so ein bisschen Perlen vor die Säue, wenn man das so sieht, meiner Meinung nach. Aber gut, viele von euch werden sich sagen, ich will gar nicht so viel zu tun haben, aber das pure Abrennen
von Fragezeichen macht es doch so ein bisschen schade und lässt einen das vergessen. Apropos vergessen, ich darf nicht vergessen, diese Quest hier noch anzunehmen. Und jetzt kommen wir zu der dritten Sache, die mich echt nervt. Der Schmied. Eigentlich ist es nicht der Schmied selber. Der Schmied selbst kann viele coole Dinge tun, wie zum Beispiel Sachen kaufen, Sachen verkaufen. Beziehungsweise wir können es bei ihm kaufen oder ihm verkaufen. Da gibt es so richtig schicke Helme. Den zum Beispiel. Das sieht doch nach einer sinnvollen Investition aus. Der Pilos-Helm gefällt mir optisch schon mal richtig gut. Ich finde, so sieht Cassandra noch sehr viel cooler aus. Ja, das ist schön. Und das alles dank des Schmieds. Aber mal im Ernst. Es gibt nur einen einzigen relevanten NPC-Händler. Einen einzigen. Nenn mir irgendjemand anderen neben dem Oikos-Händler, zu dem wir natürlich einmal pro Woche gehen, der irgendwie relevant ist für unser Spiel. Wir gehen nur zum Schmied und ansonsten zu niemandem. Apropos niemand. Dieser Söldner da, der nervt echt. Das ist für mich zwar niemand, aber den muss ich jetzt loswerden. Roms! 3 Millionen in den Kopf. Wer wissen möchte, wie ich so viel Schaden mache, sollte sich nochmal mein Video dazu ansehen. Die beste Skillung 2019, da zeige ich euch meine Skillung. Ist natürlich jetzt nochmal überarbeitet worden durch ein paar Atlantis-Fähigkeiten. Im Übrigen trage ich noch das Sphinx-Set, weil die Frage kommt natürlich auch immer täglich 20 Mal. Aber es ist doch definitiv schade, dass es einfach nur hier diesen Heinrich gibt. Ich meine nichts gegen Heinrich. Der hat sein Schwert schon im Griff und der Schmiedestand ist auch ganz cool designt. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist ein Becken, wo man seine Waffe abkühlen kann. Aber für das nächste Assassin's Creed wünsche ich mir doch wirklich und von Herzen mehr NPCs mit Bedeutung. Mehr NPCs, die neben den klassischen Questgebern relevant sind. Das kennen wir aus anderen Spielen, wie zum Beispiel The Witcher 3. Ja, ich höre eines Tages auf, das immer wieder zu nennen, sorry Leute. Aber da gibt es verschiedene Schmiede, die unterschiedliche Dinge anbieten. Da gibt es standardmäßige Händler, da gibt es Wirte. All die haben unterschiedliche Dinge, die sie anbieten. Und das sorgt für eine Spieltiefe. Unterbewusst sorgt es auf jeden Fall für mehr Authentizität. Sprachen lernen, Bubble. Authentizität, meinte ich damit. So, Headshots. Easy Kills, easy life. Warum gibt es eigentlich noch andere Reittiere als Wolle? Ich glaube, ich muss Ubisoft mal anhauen, ob wir gemeinsam Wolle verlosen können. Irgendwie einen Code dafür. Das wäre wirklich der Hammer. Also der Wolle halt. Und für die nächste Sache müssen wir zu einem Conquest Battle. Aber nicht nur dahin, sondern davor. Diese Sache nervt mich auch wirklich, denn das nimmt die Immersion zu 1000%. Es ist super lustig, aber auf einem Immersionsniveau ist das schon im negativen Bereich. Denn wir werden jetzt hier schön die Leute abmetzeln, die Spatiaten. Zwar natürlich mit einem raschen Attentat. Das Kettenattentat, super empfehlenswerte Fähigkeit, auch für Jäger unter euch. Es geht einfach nicht entspannter. So entspannt habt ihr in eurem Leben noch niemals jemanden getötet. Na gut, mit einem Linksklick-Bild ist vielleicht noch entspannter. Ne? Das ist ein Bild, bei dem du einfach nur die ganze Zeit die linke Maustaste drückst und sonst nichts tust. Aber im Endeffekt ist das schon eine sehr entspannte Geschichte mit dem raschen Attentat. Fast so entspannt wie mit dem Multishot. So, und wir haben jetzt hier alle Spartaner bzw. Spartiaten getötet. Und ihr seht natürlich eins. Alle sind tot, der Weiße war gerade im Kampf, er greift mich nicht an und ich kann für Sparta kämpfen. Warum? Warum zur Hölle sollte der mich jetzt, nachdem ich seine ganzen Mates abgemetzelt habe, annehmen? Das wäre, als würde ein Bestatter Leute umbringen, um mehr Leute zu bestatten. So, jetzt ist auf einmal ein Söldner-Slot frei, weil ihr keine eigenen Leute mehr habt. Ja, dann kämpf mal für uns. Kannst du ruhig machen, Cassandra. Haben wir Bock drauf. So, und Conquest Battles sind schön und gut, aber diese Sache, die stört mich doch wirklich. Und mal ganz ehrlich, es sollte neben Wolle einfach keine anderen Pferde mehr geben. By the way, finde ich den neuen Slowtime-Effekt vom Atlantis DLC super, super cool. Damit kannst du alles schaffen, solange du an dich glaubst. Und Headshots setzen natürlich, ne? Also Headshots setzen eigentlich, ne? Das an dich glauben ist ziemlich egal. Wenn du dann nicht triffst, ja dann schade. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, der mich auch noch echt stört. Conquest Battles sind fein, machen super viel Spaß. Eins meiner liebsten Features in ganz Odyssey. Aber wisst ihr, was mich wirklich stört? Nicht nur das Pfeile nachcraften. Das ist auch super nervig. Aber das hält sich noch in Grenzen, weil es halbwegs schnell geht. Nein, eine andere Sache nervt mich am Conquest Battle. Und zwar folgendes. Ihr macht dieses Conquest Battle, gewinnt für eine Fraktion den Kampf, die ihr vorher natürlich abgemetzelt habt, ganz klar. Ihr habt diesen Kampf gewonnen. Und was verändert sich denn danach in diesem Spiel? Warte. Nichts. Es ist alles wie vorher. Es ist völlig egal, für wen du dieses Conquest Battle spielst, außer für manche Quests. Es ändert einfach nichts am ganzen Game. Und das finde ich einfach nur schade. Denn ich hätte mir schon gewünscht, dass das irgendeine Bedeutung hat, was wir hier tun. Dass das irgendwie in irgendeiner Form relevant ist, was wir hier machen. Was wir hier veranstalten, dass wir hier halb Sparta, halb Athen killen. Das muss doch irgendwen jucken.
Aber nein, es ist einfach nur ein anderer Herrscher da und das war's schon. Im Endeffekt kann man sich also dieses Conquest Battle auch sparen, weil es kaum Einfluss hat, kaum Impact hat. Außerdem habe ich jetzt 100 Gegner mit einem Dolch getötet. Das ist schon eigentlich schon zu viel für mein Gefühl, denn das Wichtigste in Odyssey, was ich euch immer mit auf den Weg gebe, ist natürlich, spielt Jäger. Wer keinen Jäger spielt, der verpasst einfach was, denn das ist die ultimative One-Shot-Action, mit der ihr keinen Skill braucht. Das spricht für mich für ausgeklügelten Spielspaß. Nice. Außerdem hatte ich neulich die Idee, dass man vielleicht mal einen Fragnard-Community-Screenshot-Wettbewerb machen könnte, ja, Fotomodus-mäßig. Ihr erinnert euch noch eben an mein Foto mit dem neuen Helm, der so Hammer aussah. Und ich werde natürlich auch mitmachen und dann wird es vielleicht ein Voting geben, wer den besten Screenshot aus seinem Game rausholt, der gewinnt, weiß ich nicht. Einen leckeren Döner und einen Wolle-Skin oder so. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet, ob ihr da Bock drauf habt oder eher denkt so, kann eh keine Screenshots machen, juckt mich eigentlich nicht. Apropos juckt mich eigentlich nicht, da sind wir an Bord unseres Schiffes und düsen mal eine Runde über den Ozean. Und das ist auch so der letzte Punkt, den ich heute nochmal habe für euch. Ihr habt ja schon gemerkt, wo meine vorherigen Punkte denn so alle hingingen. Es war keine grundsätzliche Kritik an dem Spiel selber, denn es ist momentan einfach mein Lieblingsspiel mit The Witcher 3 zusammen. Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, dann freue ich mich darauf, habe einfach nur Bock, das zu zocken. Aber das ist einfach so eine Sache, ihr habt gemerkt, die Bedeutung hat mir gefehlt. Die Bedeutung der Conquest Battles, die Bedeutung der Händler und der NPCs, der Spielwelt und auch hier der Schiffskampf, beziehungsweise das Schiff als Ganzes ist eigentlich irrelevant. Es fühlt sich nicht so an, als wäre das ein wertvoller Bestandteil, sondern eher, als wäre es ein Transportmittel, was es natürlich auch ist. Aber für Ubisoft möchte ich so ein bisschen mit auf den Weg gehen fürs nächste Assassin's Creed. Versucht es mal, dem Ganzen eine Bedeutung zuzumessen. Versucht es relevant zu machen. Und ich behaupte nicht, dass ich das könnte, dass ich dafür eine Lösung hätte, sondern einfach, dass ich da konstruktive Kritik für angemessen halte an der Stelle. Einfach einzelne Orte, einzelne Mechaniken, einzelne Personen relevant zu machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt das Ziel ist, noch eines modernen Spiels. Aber eines Rollenspiels, das sollte es auch eigentlich schon sein. Denn in einem Rollenspiel begibt man sich natürlich in die Rolle von etwas oder jemandem. Und so hoffe ich natürlich auch, dass eben diese Schifffahrt hier demnächst, im nächsten Assassin's Creed, wenn sie denn in dieser Form noch wichtig ist, bei einem Wikinger Assassin's Creed, gehe ich mal davon aus, dass sie dann wichtig ist. Das sind so die Sachen, die mich momentan in Assassin's Creed Odyssey so am meisten stören. Die sehe ich als verbesserungswürdig an, hoffe darauf, dass man sowas fixen kann. Es macht das Spiel nicht schlecht, versteht es unbedingt nicht falsch. Ich sehe das nämlich schon kommen unter diesem Video. Wird es sicherlich einige Leute geben, die das nicht so sehen. Da freue ich mich auch auf konstruktive Kritik. Würde euch vor allem nochmal einzuladen, denn reinzuschreiben, was euch denn so stört in Assassin's Creed Odyssey, da bin ich mal super gespannt und vielleicht können wir dann noch ein zweites Video machen, in dem ich zeige, was euch an diesem Spiel nervt, was ihr findet, was man besser machen könnte. Das wäre doch mal eine super spannende Sache. Im Übrigen feiere ich hier diese Gräber eigentlich schon, auch wenn ich keine Rätsel mag, finde ich das sehr, sehr atmosphärisch gelungen. Das ist nochmal ein großes Plus, ein größeres Plus als die Schweizer Flagge. In diesem Sinne, schaut nochmal gerne in meinen Merch-Shop, Spartan Warrior Merch. Das ist das, was man vor über 2500 Jahren getragen hat und hoffentlich dann auch noch demnächst wieder trägt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video zu Assassin's Creed. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnard.